Die Partie aus dem Estadio Santiago Bernabéu kommentieren heute für Sie Wolf Fuß und Frank Buschmann. Herzlich willkommen. ...1947 wurde das Bernabéu eröffnet. Knapp 81.000 gehen rein und es ist nach wie vor einer der schönsten Fußballtempel der Welt. Besser geht's fast nicht. Es ist für viele Spieler ein Traum, hier nur einmal auflaufen zu dürfen. Auf Luis Suarez müssen Sie heute besonders gut aufpassen. Er ist immer gefährlich und verfügt über hervorragende Qualitäten im Abschluss. Und dazu ist er noch einer, der die gegnerische Abwehr über 90 Minuten beschäftigt. So ein richtiger Wühler, der für viel Durcheinander sorgt. Wie bewertest du die letzte Saison des FC Barcelona? Sie können definitiv zufrieden sein. Das Double aus Meisterschaft und Pokal, das holt man ja nicht mal so im Vorbeigehen. In Europa haben sie sich mehr erhofft, aber da ist das Ding nicht planbar. Was den taktischen Bereich angeht, Buschi, greifen sie natürlich am liebsten zum Pressing, ne? Ja, so zumindest kennen wir sie. Sie machen unglaublich viel Druck und da musst du erstmal ein Mittel finden, um ins Spiel zu kommen, um dir Chancen zu erarbeiten. Das ist nicht einfach. Jetzt rollt der Ball, Barca mit dem Anstoß. Barcelona über außen. Er kann ihn reinbringen. Sergio Roberto. Sauber vom Ball getrennt hier. Botia. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Deulofeu. Sergio Roberto. Sergio Busquets. Defensiv machen sie es gut. Vadis Ojija Ofoe. Romão. Vorteil für Barca. Und nun Busquets. Jordi Alba jetzt. Da holt er den Ball zurück. Wird's jetzt gefährlich. Romão. Fortunes. Vadis Ojija Ofoe. So, immer weiter läuft der Ball, immer weiter suchen sie die Lücke. Weg ist der Ball. Messi. Jordi Alba. Umtiti. Paulinho. So, jetzt Barca am Ball. Und da verlieren sie den Ball. Seba. Fortunes. Und der feiert heute Geburtstag. Sauber vom Ball getrennt hier. Iniesta, super Pass. Das sieht gut aus. Messi muss es machen. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht, verhindert hier ja den sicheren Treffer. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Chance vertan, die Kugel ist weg. Fortunes. González. El Abdelawi. Gibt jetzt die Gelegenheit. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Romão.
Und das war jetzt keine gute Idee. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Vadis Ojija Ofoe. Romão. Fortunes. Klasse Zuspiel. Wird das eine Torchance? Deulofeu. Paulinho. Messi. Und jetzt Busquets. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Seba. Messi. Bei allen Erfolgen mit dem FC Barcelona. In der argentinischen Nationalmannschaft sind die großen Erfolge des Leo Messi bislang ausgeblieben. Ja, das wurmt sich ja so ein bisschen. Es hat eben noch nicht zum WM-Titel gereicht. Er hat ja 2014 ein tolles Turnier gespielt. Aber dann kam Deutschland. Jetzt wird's gefährlich. Der Hackentrick hat nicht wie gewollt funktioniert. Für die Fans kann es hier und heute nur einen Sieger. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Keine andere Option für den Referee. Deulofeu. Sie holen sich den Ball. Fortunes. Jetzt könnte es gefährlich werden. Klasse Aktion von Piqué. Da passt er auf. Lionel Messi am Ball. Busquets jetzt. Iniesta. Jetzt könnte er flanken. González. Andrés Iniesta. Gutes Abspiel. Wird das was für Barça? Iniesta. Luis Suarez. Messi! Schade, das war richtig, richtig knapp. Um ein Haar hätten sie die Führung erzielt. Fortunes. Das könnte die Chance werden. Toller Pass. Und Eckstoß. An Luis Suarez läuft die Partie heute irgendwie vorbei. Von ihm kommt heute definitiv zu wenig. Er kommt nicht in die richtige Schussposition. Jetzt der Eckball. Der Torwart hat den Ball. Gute Aktion. Da steht die Abwehr sicher. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt der Schuss. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht.
und per Kopf weitergespielt. So, jetzt ist erstmal Pause, steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob ihr ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Wie siehst du Suarez heute bisher? Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Die Spieler sind zurück, die zweite Hälfte beginnt. Das könnte gefährlich werden. Klasse Technik. Messi. Messi. Lionel Messi ist wirklich ein überragender Fußballer, da gibt es keine zwei Meinungen. Der Argentinier kann ein Spiel ganz alleine entscheiden. Und damit natürlich, Wolf, völlig zu Recht beim FC Barcelona eine lebende Legende. Rekordtorschütze der Katalanen ist er ja schon. 2014 hat er sich diese Marke von Paulino Alcantara geholt. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. El Abdelawi. Wird's jetzt gefährlich? Das wird hier Ecke geben. Das Ding hat er super gehalten. Wir sehen es hier nochmal in der Zeitlupe. Oh, das war nicht einfach. Klasse, wie der Keeper da reagiert. Ecke wird kurz ausgeführt. Iniesta. Oh, keine leichte Aufgabe für Iniesta jetzt. Iniesta. Paulinho. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Und da zeigt er ihn gelb. Kann man durchaus geben. Hier nochmal in der Wiederholung. Ja klar, Foulspiele hier. Korrekt gesehen vom Schiri, die Wiederholung beweist. Wechsel bei Barcelona. Umtiti. Dembélé. Da bekommt er Unterstützung. So langsam wird es gefährlich. Messi. Sehr guter Einsatz. Suarez. Keine gute. Suarez mit der Chance. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. El Abdelawi. González. Jetzt der Angriff von Barça. Und Suarez. Lionel Messi. Super, Messi. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Fortunes. Das könnte die Chance werden. Ball kommt rein. Ter Stegen kann klären. Es bleibt beim Unentschieden. Den hat er richtig gut abgewehrt. Er bekommt die Unterstützung. Gute Aktion. González. Umtiti. Und den spielt er gleich wieder zurück. Paulinho. González. Vadis Ojija Ofoe. Messi. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt Suarez. Und er geht an ihm vorbei. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Sergio Busquets. Messi. Der Vorstoß von Messi. Messi mit dem Versuch. Es bleibt also beim 0:0 und das hat er richtig stark gelöst.
Und jetzt die Auswechslung beim FC Barcelona. So, Situation bereinigt. Vadis, Ojija, Ofoe. González. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Seba. Diogo Figueras. Das könnte eine Gelegenheit werden. Flanke kommt weit. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Da zieht er ab. Den hält er super. Und mit der Parade hält er sein Team im Spiel. Es steht weiterhin unentschieden. Auf der Bank ist Bewegung. Es wird einen Wechsel geben. Jetzt der Eckball. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Jetzt Suarez. Vorne schauen natürlich alle auf Luis Suarez. Kann man den überhaupt stoppen, Muschi? Ganz schwer. Also zumindest nicht über volle 90 Minuten. Da musst du als Gegenspieler immer wach sein. Ansonsten klingelt's. Könnte jetzt was werden. González. Romão. El Abdelawi. Felipe Pardo. Vadis, Ojija, Ofoe. Diogo Figueras. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da muss er aufpassen. Das muss ein Elfmeter sein. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung. Aber keine Karte zu zeigen, also da liegt er daneben. Chance da. Er zieht ab. Erneut kann er abwehren. Diesmal zur Ecke. Auf beiden Seiten nach wie vor kein Gegentor. Jetzt die Ecke. Sicher gehalten den Kopfball, aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Tolles Zuspiel. Jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Ah, oh, kein Tor. Es bleibt hier beim 0:0. Das war natürlich eine Riesenchance. Jetzt kommt die Auswechslung. Der verwarnte Spieler muss runter. Ja, sicher besser so. Da geht der Trainer kein Risiko. Umtiti. So, das war nichts mit der bisherigen Taktik. Der FC Barcelona schaltet jetzt um und geht in die Offensive. Okay, Wolf, jetzt kommt hier Leben in die Bude. Sie werfen alles nach vorne, erhöhen den Druck. Die Jungs wollen ein Tor, zur Not auch mit der Brechstange. Gut den Ball verteidigt. Und jetzt Busquets. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Und die Möglichkeit hat er gut unterbunden. Gutes Stellungsspiel, so kommt er an den Ball. Umtiti. Nun Busquets. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Dembélé. Vorteil für Barça.
und Piqué. Suarez, Vardis, Ojija, Ofoe. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Jetzt wird es gefährlich. Klasse Flanke. Stark gearbeitet. Vardis, Ojija, Ofoe. Romão. Wird's jetzt gefährlich? Was wäre das für eine Möglichkeit gewesen? Aber der Verteidiger ist da. Klasse gelöst, gut aufgepasst. Hier konnte sich kein Team durchsetzen, der Schiedsrichter hat abgepfiffen.